Zuschauer von Avia TV. Jetzt haben wir einen Gast, den wir auch ganz gerne auf der Schanze gesehen hätten. Ist aber nicht. David Siegel, der Juniorenweltmeister, hat mit einer hartnäckigen Verletzung zu kämpfen. Ja, das stimmt. Auf der Schanze sieht man nämlich jetzt dieses Wochenende. Leider aber ohne Ski. Hätte es gern auch anders, aber manchmal ist es einfach so, man kann sich nicht immer alles aussuchen. Man kann einfach nur das Beste draus machen aus der Situation. Ja, woraus musst du denn jetzt das Beste machen? Was ist denn das Problem vom David? Ich kämpfe jetzt schon seit Mitte November mit einer Entzündung im Sprunggelenk, beziehungsweise noch ein Ödem, das sich dazu bildet hat. Und das muss ich jetzt halt alles erst wieder kurieren und muss alles erst wieder gut werden, fit werden, gesund werden. Was darfst du denn überhaupt machen? Trainingsmäßig. Und trainingsmäßig. Momentan alles, wozu man der Fuß nicht braucht. Und das ist leider im Skispringen das ist, arg viel. Naja, man müsste dann einbeinig springen. Ja, also es ist momentan ein bisschen Stabi-Rumpf. Es ist ein bisschen Bauchmuskeltraining, ein bisschen Gymnastik, ein bisschen Gleichgewichtstraining mittlerweile wieder. Und halt Spazierenlaufen. Hm. Aber mehr ist in Wirklichkeit nicht, was ich momentan machen kann. Und man muss sich sehr, sehr viel an Gemüt und Gelassenheit arbeiten, denn ja, die Saison läuft und jedes Wochenende muss man gezwungenermaßen seinen Kollegen zuschauen. Ne? Ja, es hat jetzt echt lange jetzt dauert, bis ich so das Ganze akzeptieren kann. Jetzt mittlerweile ist so, da habe ich mir dann jetzt auch gesagt, dieses Wochenende, hey, verstecken ist jetzt nicht mehr. Jetzt mal wieder raus an die Öffentlichkeit, mal wieder zu den Jungs, mal wieder die anfeuern und unterstützen, wo es einfach nur geht. Und ja, da kann ich es jetzt auch einfach wieder genießen. Aber gerade jetzt bei der Vier-Schanzentournee, wo die Verletzung ganz frisch war, das war schon eine harte Zeit, ja. Der Jüngste und einer der Erfahrensten im Team, die haben ähnliche Probleme, nur beim Severin Freund, der weiß, dass es eigentlich länger dauert. Da kannst du sagen, da komme ich vielleicht mit dem blauen Auge davon. Ja, klar, es gibt immer noch mal eine Stufe extremer, eine Stufe schlimmer. Ich würde jetzt auch sagen, dass es beim Severin glücklich ausgegangen ist für die Verletzung. Es ist zum Glück nicht mehr passiert, als jetzt nur in Anführungszeichen ein Kreuzbandriss. Du hast ja Humor. Natürlich ist bitter, nach 5 Monate Reha, jetzt wieder 6 Monate Reha. Im Grunde ist wieder eine lange Vorbereitungszeit im Eimer. Er kann erst sehr, sehr spät wieder im Sommer einsteigen. Und er wird sicher auch das Beste draus machen und ist jetzt natürlich auch irgendwo gefrustet und enttäuscht auch von dem Ganzen. Aber der Severin, ja, der kann damit umgehen, da bin ich mir sicher. Wir hatten vorhin ein Interview mit Andreas Wellinger und ich habe mal irgendwo gelesen, Andreas Wellinger wäre ein Vorbild für dich gewesen, aber nur was das Laufen angeht, ne? Nee, also nicht nur ein Vorbild gewesen, das ist auch immer noch. Er hat jetzt hier gestern die Qualifikation gewonnen. Das zeigt einfach, wie stark der Andreas Wellinger ist, wie der einfach Teil von der Weltspitze ist. Und, ja, David, das ist in Ordnung. Du bist aber trotzdem nicht auf meine Frage eingegangen, was das Laufen angeht. Ich spreche von der nordischen Kombination. Ja, der Andy Wellinger, der hat auch zum Springen gewechselt, so wie ich. Weil das Laufen nicht so richtig ist. Ja, das ist doch, Dirk, das ist doch ganz normal. Das ist doch ganz normal. Wir fangen alle, jeder fängt als Kombinierer an. Also. Ja, und jeder, aber. Ja, aber jeder, der Springer wird, sagen wir mal. Die meisten. Die meisten. Es gibt eigentlich nicht mehr, dass du nur springst als 8-, 9-, 10-Jähriger. Es gibt eine breite Ausbildung und dann gibt es halt welche, die wollen laufen und springen und dann gibt es welche, die wollen das eben nicht. Mhm. Naja, also das in der Ära des Vaters von dem Bundestrainer Weinbuch so war, kann ich ja nachvollziehen, weil der hat eben ein Herz für die Kombination gehabt und da war das so. Ich dachte, jetzt ist das nicht mehr ganz so, sondern da trennt sich die Spreu vom Weizen zeitiger. Nee, es ist schon so. Irgendwann im Jugendalter, so war es bei mir, habe ich mich dazu entschieden, zum Springen zu wechseln. Einfach weil die Ergebnisse im Laufen gar nicht gestimmt haben und mir hat es dann auch keinen Spaß gemacht. Das
Ich meine, wenn du jedes Mal nach dem Springen Zweiter, Dritter, Vierter bist und nach dem Laufen dann Zehnter, Zwölfter, Dreizehnter, da hat man keinen Spaß an der Sportart. Jewgeni Klimow hat mir das auch erzählt. Ja. Und Ähnliches vielleicht Beispiel. wird es mit Rieber auch mal irgendwann so kommen, ja, ne? Dass er sagt, was soll ich immer nur hinterherlaufen? Ja, oder was soll ich immer mitmachen? Und die Deutschen machen Platz 1 bis 3, wie es derzeit in der Kombination ist. Ja, Könnte ja. man ja vielleicht auch die Lust verlieren. Ja. Aber ist ein anderes Thema. Ja. Unser Thema, was macht denn der Bruder überhaupt? Was macht mein Bruder? Der springt, der trainiert fleißig. Es läuft allerdings auch momentan nicht so an der Schanze, wie er das gern hätte. Ich denke, er ist auf einem echt guten Weg. Also so macht er auf jeden Fall Eindruck daheim. Er ist klar fokussiert und hat einen klaren Plan. Einen Plan, der sich so auch für mich ganz gut anhört. Und jetzt muss einfach irgendwann der Knoten platzen. Ich denke, das passiert jetzt auch in den nächsten Wochen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und dann wird er die zweite Hälfte vom Winter auf jeden Fall auch wieder voll angreifen. Zweite Hälfte vom Winter. Können wir davon ausgehen, dass David Siegel dann auch wieder dabei ist? Oder sagen die Ärzte, puh. Man kann es nicht genau sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, hier ab 2. Februar Sprunggelenk topfit, David kann wieder springen, David kann wieder trainieren und alles läuft super. Wir gehen jetzt aber davon aus, dass jetzt in den nächsten 2 bis 3 Wochen noch ziemlich viel passieren kann, dass ich dann auch wieder mit dem Training einsteigen kann. Ich habe jetzt auch vor, nächste Woche in Oberstdorf wieder an der Schanze dabei zu sein und dort mit unserem Teamarzt, mit dem Marc Dorfmüller, nochmal einen Plan zu erstellen, dass er nochmal drüber schaut, dass ich nochmal mein Gefühl ihm wiedergebe und dass wir dann sagen, okay, vielleicht geht in der Woche dann schon was, dass man langsam einsteigt oder wir warten lieber nochmal eine Woche, lassen uns Zeit und schauen, dass das dann wirklich richtig gesund und alles wieder fit ist. Und bis dahin, man sieht, ein bisschen Auge verletzt. Der hat sich geprügelt, wie Nee, hat er immer. nicht. Pass mal auf. Bis dahin muss man sich anders beschäftigen, ne? Ja, genau. Ich habe jetzt eine Wohnung oder ja, werde jetzt in meine erste eigene Wohnung einziehen. Freue mich da auch schon drauf. Wo ist die? Eher Richtung Bundespolizeistandort oder zu Nee, Hause bei dir? Titisee Neustadt. Titisee Also, Neustadt, also gehst du wieder zurück in den Schwarzwald genau. zum Also der Training. Standpunkt, der Ja. Standort gefällt mir da sehr gut, gerade mit dem Trainer Jens Deimel und mit dem Kollegen Andi Wank und mit dem Stefan Laie. Doch ist eine sehr, sehr coole und auch motivierte Truppe. Kriegst du die Tür noch auf oder ist der Müll bergeweise davor? Nee, die Baustelle, die muss Bist sauber gehalten du werden. ordentlicher Mensch? Jetzt musst Natürlich. du aber noch Wirklich? erzählen, wie es mit deinem Auge passiert ist. Du hast keine Schutzbrille aufgesetzt, oder wie? Nee, natürlich hier wieder. Ach, geht schon. Das, so schlimm wird es nicht. Und dann. Ja, die verputzte Wand so ein bisschen abkratzt, da soll eine Tapete drauf. Und dann ist halt passiert. Ja. Ist dir die Tapete ins Auge geflogen? Nein, nicht die Tapete, aber der Putz. Naja, Glück war es siehst du, nicht die daher Spachtel. kommt das Sprichwort, der Putz ist ab. Der Putz ist Da ab, lag Unfall es war ab. im Auge. Ja. Na gut, David, dann danken wir dir, dass du uns ein bisschen Rede und Antwort gestanden hast und wünschen dir natürlich, dass das jetzt relativ schnell geht, dass du wieder dabei bist. Trotz des Ausfalls von Severin Freund, die Konkurrenz ist ja happig in der Mannschaft. Ja. Ja, definitiv. Die sitzen Ja. auch nicht nur auf dem Sofa rum und langweilen sich, Nee, sondern die geben nee. Gas. Dem ist der Putz nicht ins Auge geflogen. Nee. Nee, 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 nee. Die sind gerade nicht am Renovieren, sondern die geben wirklich Gas. Und es macht aber auch Spaß in so einer Mannschaft, wo die Qualität einfach stimmt, wo viele einfach das Potenzial haben, nach vorne zu springen, aufs Podest zu springen. Das macht Spaß, das beflügelt, das motiviert und da kann man sich schon auch ein Stück weit mitziehen lassen. Schau, und unsere Motivation ist die, wir reden also nicht nur mit den Wellingers und mit den Freitags, also mit den Spitzen, sondern wir decken die ganze Bandbreite ab und so ein junger Held kommt bei uns auch zu Wort. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Danke.